Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt. Wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser? Sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Wir haben gerade schon einen Schatz gefunden. Eissegel an die Schoten! Das sind ja richtig viele Schätze. Ich hoffe, wir können hier mal durchfahren in Ruhe. Da vorne sehe ich direkt ein Schiff, oder was ist das? Schöne Piratengesänge hier. Ja, zurück. Das reicht fürs Erste. Lasst was hören, Matrosen. Wie geil ist das denn? Die singen lassen. Wie ist das denn da? Ach, da ist ein Schiff. Von den Spaniern. Feuer! Sieht schlimm aus! Nichts als Salzwasser! Gefechtsmaß und Tarpsegel bergen! So, jetzt. Wollen wir kämpfen? Feuer! Wohl, die haben wir getroffen. Bereit zu feuern, Sir! Wie kann ich denn auf das Schiff drauf gehen? Das wäre ganz cool jetzt. Die können sich nicht mit uns messen, Sir! Feuer! Am Ziel vorbei! Ach so. Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Ah, so geht's alles klar. Hab ich jetzt den Schatz von dem bekommen? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind die untergegangen. Oh, scheiße. Aufgeilen! Wiederholen und aufgeilen! Großsegel setzen! Ey, voll cool, dass man hier so rumschippern kann. An die Großschote und dicht holen! Bringt jeden fetten auf geht's. Stoff in den Wind! Groß- und Bramsegel! Wir müssen jetzt noch hier zurück. So, da geht's lang. Ich liebe ja sowas, dass man hier rumschippern kann und so. Oh, geil. Aber wir gehen jetzt nach Rapaco Island. Wir bauen unsere Schiffe ein bisschen besser auf, das ist ja hier schon. Naja. Sagen wir mal so, nicht im besten Zustand. Und hier können wir überall noch alles. Reisegeschwindigkeiten, geil. Wir können überall noch hinfahren und so. Alter, das Schiff geht richtig ab. Kann ich jetzt eigentlich noch steuern? Jupp. Aber wir sind ja schon fast da.
Hier, bam, Junge. So fährt man Boot. Allen Schotthorn an die Schoten. Hier nicht auflaufen. Weil die mich verarschen. Nehmt die Rahen aus dem Wind. Rahmsegel einholen. Zieh. Wir verkraften keinen Treffer mehr. Steuerruder verlassen. So. Ich gehe jetzt an Land. Und es ist geil. Ich glaube, wir müssen hier zwar ranfahren, aber wo ist denn das Boot? Da hinten. So, gleich haben wir es. Ah, wir sind da. Apaco Island. Lagune. Okay. Jagen und herstellen. Jo, das dürfte easy sein. Ich glaube, wir könnten noch ein Schiff hier mal überfallen, ne? Weiß man nicht, wo hier ist den Aussichtsposten. Ne, wir nehmen erstmal den Schatz hier mit. Muss ich den Vogel oben runterschießen, oder was? Warum nicht? Hab ich ihn getroffen? Nö. Soll ich den überhaupt abschießen? Ich glaube nicht. Gleich muss die Kiste aufschießen. Ey, was ist das denn? Jetzt zerballere ich alle meine Munition. Aber kommt die Kiste nicht auf, oder was? Na egal. Wer ist mir hier den Aussichtsturm? Den Aussichtspunkt. Was ich so cool finde, dass man Bäume klettern kann. Okay, kommt man bei den Assassinen-Spielen auch, aber gib mir einfach mal so Lust. Geht man hier einfach hoch. Geil. So, mal gucken, was uns jetzt hier angezeigt wird. Leguan und Ozlot. Müssen wir legen. Da ist einer. Und da sind schon direkt Schiffe. Das dürfte nur zu nutzen. Wie sieht nochmal Leguan aus? Ich hab's vergessen. Bam, Junge, der ist tot. Nein, ich hätte es. Der rennt weg. Jetzt habe ich ihn. So. Da ist noch einer. Mich angreift. Na gut, der hätte mich, glaube ich, angegriffen. Aber wir nehmen ihn einfach. Mit der Knarre. So, jetzt muss ich überlegen. Wie ist hier nochmal Lego? Oh, ich weiß gar nicht. Was ist ein Lego, Alter? Was ist nochmal ein Lego? Scheiße, ich hab's vergessen. Wie blöd bin ich denn, Alter? Ja, vor allem ist hier richtig Blut. Bringt man alles gar nichts. Ich glaube, das Schiff da hole ich mir einfach mal. Ich will mal. Nur mal gucken. Vielleicht, wenn ich mit meinem Schiff da ranfahre. Oh, wie sehen. Soll das gehen?
nicht gecheatet. Ich hab doch schon. Die Lego waren damit doch schon fertig. Die sind ja überall nur Ozelots. Oh, geil. Wir sind wieder auf dem Schiff, aber ich glaube, wir haben die Mission nicht fertig gemacht. Aber wir müssen nochmal die... Warum fährt er jetzt nicht? Kann ich hier nicht weiterfahren oder was? Egal. Da müssen wir wieder ins Wasser. Und hepp. Iguana. Wie sind die Dinge? Warte mal, Ozelots haben wir. Oh, ich weiß es jetzt echt nicht. Das ist ja. Das ist ja echt hohl. Also eigentlich müsste das doch wissen. Hier haben wir nicht mehr viele Kugeln. Wieder ein Ozelot. Auf einmal ist hier alles voll. Eben weil hier nicht einer ist, ist alles voll hier mit Leguan. Mit Ozelot. Das ist ja mal Leguan, ey. Zack. Muss doch hier irgendwie sein. Ich gehe mal auf Karte, vielleicht sehe ich da was. Hier ist ein Schatz. Ach, eine Leiche für einen Schatz. Ah, hier sind Leguane. Ah, so sehen die Viecher aus. Das sind, glaube ich, die... Oh, das sind die hässlichen Telos Fatshoi 3. Ah, ja, ich weiß. Ich erinnere mich. Ich wäre es auf jeden Fall ganz schlau, hier über die Bäume zu laufen. Ach, da ist schon direkt einer. Ach, so nein. Das waren Komodowane und das hier sind Leguane. Genau, ja. Natürlich, das sind noch diese Echsen. Ey, bin ich denn blöd. So, haben wir den ersten. Ich nehme die Schwerter. Renn doch nicht weg, du Kackspaß. Hab ich ihn erwischt? Ich hoffe. Jawohl, den habe ich. Sehr schön. Wo ist jetzt noch so? Check Door Upgrades. Oh, nice. Das ist ja irgendwie cool, ne? Edward Upgrades. Schwerter. Da wollten wir ja dieses Piratenschwert-Freibeuter hinter mir, wollten wir uns kaufen. Ne, den Piratenkrummsee wollten wir uns kaufen, genau, ich erinnere mich. Cool. Können wir uns die kaufen? Wahrscheinlich irgendwie beim Schneider oder so. Oh, warte mal, da war was mit Herstellen. Herstellung, genau. Pistolenholster. Dann machen wir jetzt mal das hier. Was auch mal das ist. Und jetzt? Das
wir die Dinger wahrscheinlich anlegen. Jagdzubehör, Munition. Haben wir die jetzt schon angelegt? Keine Ahnung. So, wir müssen zurück zum Boot. Das machen wir ein bisschen anders. Oh, es wird schon wieder dunkel. Keine Ahnung, wo man das denn nicht mitnehmen kann. Und zurück zum Schiff. So, Freunde, wir machen aber hier erst beim nächsten Part weiter. Also bis morgen, habt noch einen schönen Tag. Haut raus. Ciao, ciao.